Servus zusammen. Farbe mischen. 20 Gramm Farbe. Gramm Flötroll und 20 Gramm Wasser. So, jetzt wiederholen wir das mit den anderen Farben. Misch die Farben gut durch, ja. Mindestens eine Minute rühren pro Farbe. Silikonöl, 1, 2, vielleicht 3 Tropfen der Farbe, nicht mehr. Gießt die Farben vorsichtig in euren Becher. Jetzt müsst ihr noch die Leinwand vorbereiten. Nehmt dazu einfach ein bisschen weiße Farbe mit ein bisschen Wasser. Ja, ich habe sie hier schon vorbereitet. Und verstreicht sie danach mit einem Pinsel. Dadurch habt ihr den Vorteil, dass die Farbe danach besser verläuft. So, lasst den Becher 30 Sekunden, eine Minute auf der Leinwand stehen, dass sich die Farben drin noch etwas mischen können.
Jetzt bearbeiten wir noch die Ecken und Kanten mit einer Spachtel. Hier könnt ihr die Stellen, wo keine Farbe hingekommen ist, noch mit der Spachtel angleichen. Damit das Silikonöl jetzt wieder durch die Farbe durchkommt, benutze ich heute eine Heißluftpistole. Ja, stellt sie auf die kleinste Stufe mit der Luft ein und auf eine hohe Temperatur und geht schnell drüber. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lasst. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!